So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's mal wieder mit dem Abarth weiter. Wir haben ja gesagt, es wird auf gar keinen Fall eskalieren. Deswegen sind jetzt hier auch passend schon die Heizdecken drauf, die wir einfach mal testen wollten. Wir haben mal wieder Selim dabei. Hallo. Und wir haben den Christian Menzel dabei, Profi-Rennfahrer. Wir sind heute hier, wo? Wir sind im Automotor- und Sportfahrsicherheitszentrum am Nürburgring. Ja. Das klingt erstmal gut. Das klingt gut, genau. Und neben dem, dass hier, sagen wir mal, Fahrsicherheitstrainings seit 25 Jahren gemacht werden, ist auch die Industrie öfters hier, machen Rollouts mit Rennautos und oder halt auch mal eine Filmproduktion, so wie heute. Wir können also hier auch ein bisschen dynamisch fahren und uns hier den Parcours so abstecken, wie wir es brauchen. Also ich sag mal, für eure Ideen, die mal zu spüren, auszuleben, sind wir hier nicht verkehrt. Nochmal ein, zwei Sätze zu dir als Person, für die Leute, die dich jetzt gerade nicht kennen. Der eine oder andere kennt dich bestimmt aus dem Fernseher auch. Ja, aus gut. Der einen oder anderen Rennserie. Es gibt bei mir mehrere Schienen. Einmal, dass ich auch eine eigene Autosendung habe, Automotor Sport Channel. Sendung heißt Fast Lab, teste Sportwagen. Passt ja zu unserem Flitzer. Das passt natürlich. Hatten wir auch alles schon da, natürlich. Wir hatten schon den Abarth Biposto da und das alles schon da gehabt. Darüber hinaus einfach seit 1983 angefangen mit Kartsport und dann später Automobil und da einfach viele Dinge machen dürfen. Also Vollblut-Autofahrer. Rennfahrer. Aber dein Alltag besteht eigentlich schon daraus, entweder den Leuten das beizubringen oder selber Rennsport. Das ist das eine, oder ich mache irgendwas für die Industrie, auch teste Autos oder wenn ihr wollt, ich kann auch heute gerne mal eine Runde drehen, wenn ihr das möchtet und mein Urteil darüber abgeben, ob das alles sinnvoll ist, was ihr da macht. Ja? So, genau deswegen sind wir hier. Ich komme mal gerade ein bisschen näher wegen dem Ton, weil ich befürchte, dass es schon wieder ein bisschen laut wird. Wir sind heute hier mit dem Abarth, Rennfahrwerk ist drin. Ja. Ist jetzt erstmal nur basismäßig bei euch in der Werkstatt abgestimmt und jetzt gucken wir mal heute, was das Ganze hier macht. Genau, so. Ein Gefühl dafür zu kriegen. Damit das Ganze irgendwie spektakulär rüberkommt, haben wir uns überlegt, beziehungsweise Christian hat eine Strecke hier aufgebaut. So, ich glaube, wir blenden die mal ein, das ist einfacher. Auf jeden Fall auf eurem Fahrsicherheitszentrum haben wir tatsächlich die Möglichkeit, mal ein bisschen gegen die Zeit eine Runde zu fahren. Ich schlage vor, wir beide fahren einfach mal wahllos über das Gelände, nicht zu langsam, damit die Reifen nicht wieder zu kalt werden. Ja. Dann geht es nämlich auch direkt schon los. Ich habe mir überlegt, wir fahren heute um die Goldene Ananas. Da hinten wartet auch noch Marcel, das kennt ihr ja aus dem letzten Video, der möchte nämlich auch unbedingt mitfahren, habe ich gehört. Und dann kriegt jeder von uns wirklich nur zwei Runden warmfahren. Ja. Und dann die dritte Runde ist gleich gewertet auf Zeit. Genau. So, damit da ein bisschen Spannung bei rauskommt, habe ich mir überlegt, dass einer das Ganze mit der Stoppuhr per Hand oldschool-mäßig stoppt. Marius. Genau. Und wir machen wirklich stehenden Start und Stopp. So, das heißt, wir fahren aus dem Stehen los, müssen an der Linie wieder stehen. Wer drüber fährt, kriegt 3 Sekunden Strafe. Okay. Eigentlich wollten wir das Ganze auf dem Bilzerberg natürlich vernünftig testen. Geht allerdings dieses Mal leider nicht, weil da wirklich nur sehr begrenzte Teilnehmerzahl aktuell erlaubt ist, verständlicherweise. Deswegen mussten wir das verschieben und ich bin wirklich begeistert, wie schnell wir jetzt einen Ersatzplan hier aufgestellt haben. Dank, ne? Christian. Dank Christian. Und heute tatsächlich mal eine kleine Challenge fahren hier. Ne? Ja. Also ich bin gespannt, ob wir nachher alle getrennt nach Hause fahren und das Auto hier bleibt. Ja, wenn wir hinkriegen. Und oder was ist das cool. So, ich würde sagen, Heizdecken runter und wir fahren einfach mal ein bisschen gucken, wie das Ganze fährt. So, jetzt hätten wir beinahe vergessen, es gibt natürlich auch in diesem Video was zu gewinnen. Wieder der Kommentar, der die meisten Likes hat in einer Woche, kriegt etwas. Und jetzt kommt's, heute bekommt ihr ein Kencheckt MFD 15 Display. Wirklich krasser Gewinn, passt zum Video, haben wir nämlich selber in unserem Abarth auch verbaut. Das Coole ist, dieses Rund-Display, hier ist natürlich jetzt ein fahrzeugspezifischer Halter dabei, wird einfach nur OBD angeschlossen. Zack, schon geht es an und kriegt alle Daten einfach über OBD. So, das heißt, ihr könnt über einen Poti immer noch einstellen, die verschiedenen Ansichten und ein bisschen programmieren. Hier oben ist ein krasser Schaltblitz mit drin und jetzt seht ihr zum Beispiel Ansauglufttemperatur 18 Grad. Alles, was ihr wollt. Fahrzeugspezifisch, jedes Auto kann natürlich über OBD verschiedene Sachen anzeigen. Ist aber kinderleicht, wie ihr seht, einfach nur OBD dran stecken und schon kann es losgehen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Kencheckt für diesen Gewinn. Ich finde es mega cool. Ich bin mega Fan von dem Display. Wie gesagt, einfach anstecken. 52 mm Rundanzeige,
und los geht's. Fleißig kommentieren. Für weitere Infos mache ich euch einen Link zum Display rein. Kann ich jetzt nicht alles erklären, aber viel Spaß beim Mitmachen. Los, seid ihr aufgeregt? Nee, ne? Nee, aber machst du. Auf jeden Fall nicht so aufgeregt wie die anderen hier. Alle, die das jetzt mit den Heizdecken nicht ganz verstanden haben, das ist natürlich auch einfach. Wir wollten mal gucken, wie lange die Reifen brauchen, dass sie auf 80 Grad sind. Bis wir hier losfahren, werden die gleich wieder kalt sein. Ja. Aber wir wollten einfach mal gucken. Eigentlich müsste das Ding jetzt ja mit Reifen auf 80 Grad. Ja, mit dem Brennfahrwerk. Man merkt gleich, dass es viel, viel, viel härter ist. Ne? Viel, viel, viel härter. Traktion wirklich gut. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich hätte es jetzt sogar fast noch härter erwartet, oder? Was hättest du gedacht? Ja, doch da merkt man es jetzt, wie auf der Hinterachse mit den heißen Reifen schon massiv aufbaut. Leicht Untersteuerung. Ich sage, ich hätte ihn härter, so gerade hier so, ne, ist schon, das ist ja jetzt so gerade der Worst Case für so ein Fahrwerk, absolut eigentlich nicht der billigste Berg, weil hier haben wir ja wirklich extrem enge Kurven, ne, und halt auch endlich mal Bodenwellen. Wir fahren ja sonst eigentlich auf einer perfekt glatten Strecke. Aber du merkst, wir haben schon deutlich besser um die Ecke gekommen. Aber die Sperre, das Auto fühlt sich so. Hier, finde ich, merkt man es extrem. Guck mal, wenn du hier hochfährst. Wie das Ding hier hochfährt. Das stimmt. Er ist deutlich direkter, er gibt dir viel mehr Feedback und voll in Sicherheit. Ich weiß genau, was das Auto die ganze Zeit machen will. Ich habe mir ein bisschen Angst vor. Ich auch gerade. Der wird verdammt schnell, ey Leute. Ich würde sagen, wir machen mal einen schnellen Fahrerwechsel. Würde ich sagen. Komm, fahr doch. Einen schnellen Fahrerwechsel, dann geht's auch weiter. Machst du dir in die Hose? Marcel, keine Angst! Der macht sich in die Hose, das gibt es gar nicht. Der Witz an der Geschichte ist, Marcel ist so angespannt, dass er Angst hat, dass Philipp und ich schneller sind als er. Und er macht sich richtig an fertig. Ich habe eher nur Angst davor, dass wir zu schnell werden. Ja, wir werden auf jeden Fall gleich gut. Ja, nicht, dass einer gleich wirklich so im Fieber ist, dass er das Auto hier weglegt. Also die drei Profis plus ich haben jetzt gemerkt, dass der definitiv hinten... So, also wir sind jetzt alle kurze Proberunden gefahren. Auto ist weicher als gedacht und definitiv am Untersteuern. Ja. Das heißt, Marcel macht jetzt hinten gerade mal ein bisschen härter. Genau. Ich hoffe, er macht es für sich dann nicht wieder weich, wenn er fährt. Nee. Nein, nein, aber die Tendenz geht dazu, dass wir jetzt die Hinterachse ein bisschen härter machen müssen, dass wir da noch ein bisschen mehr ins Übersteuern reinkommen. Okay. Man muss aber dazu sagen, er hat extrem Grip. Also die Reifen sind wirklich so vorgewärmt, das Auto klebt. Und ich habe auch gerade eher das Gefühl, dass das Auto zu schnell... Er will es echt wissen, ne? Ja, Marcel lässt das nicht auf sich sitzen. Nee, nee. Der Marcel muss gewinnen. Also der hat extrem Druck. Also ich glaube, wenn der heute hier wirklich verlieren sollte gegen uns beide, ist für den das ganze Wochenende gelaufen. So, jetzt müssen wir uns noch was überlegen. Theoretisch ist es doch cooler. Wir müssen noch kurz eine Startreihenfolge auslösen. Und man muss aber dazu sagen, Marcel besteht darauf, dass wir das Auto zusätzlich mit Gewichten bestücken. Guck mal, der Feder tritt schon gut ein auf der Außenseite. Achtet gleich mal auf die Außenseite. Aber das Auto macht auch eine Klangkulisse. Das ist sieht irgendwie witzig aus, oder? Ja, komplett. So, also unsere Vermutung ist natürlich auch, dass wir die Reifen hinten jetzt zu heiß gemacht haben. Ja, ja. Dass er jetzt einfach zu viel kleben. Du merkst richtig, das Auto klebt und das Auto wird viel zu schnell. Besser, Marcel? Ja. Okay. Also ich würde
jetzt mal noch einmal einen Tacken versuchen härter zu machen und dann probieren wir dann das gut, weil... Ja, mach einen Tacken härter und so, lass mal. Ja. Ja, sag du. Wenn du sagst, wir müssen noch einen Klick härter machen, dann machen wir den. Du stimmst jetzt halt alles auf hier ab, weil letztendlich ist es ja. Ja, ich meine, gut, das stimmen wir ja im Bilsterberg und im Bilsterberg, aber jetzt wollen wir erstmal hier gut fahren. Mach noch einen Klick härter. Machen wir noch einen härter. Ja. Wir losen übrigens die Reihenfolge aus, wer ranfährt. Egal. Ich hab schon gemerkt, wir meinen das alle so ernst hier. Nee, er meint so ernst, wir nicht. Nein. Doch. Man muss dazu sagen, vor zwei Tagen rief er schon an, Selim, du, aber wir nehmen doch da keine Zeiten, oder? Und ja, aber hier und da. Wenn er gleich in der Aufwärmrunde kurz 30 Sekunden weg ist, dann wissen wir, dass er da hinten nochmal angehalten hat. Oder alles gut. Nochmal was eingestellt hat. Genau. Das Schlimmste ist nur, wenn du schneller wärst. Alles andere wäre mir egal. Wehmeier bereitet gerade vor, wer fährt. Wirklich nur zwei Einfahrrunden anhalten, losfahren und wir machen wirklich nur eine gewertete Runde. Also bevor ihr einen Tucken zu schnell fahrt, lieber ein bisschen langsamer in der dritten Runde, weil es gibt nur die eine. Ja. Egal was passiert, verbremst und so weiter. Also eine Einfahrrunde und zwei Einfahrrunden. Die dritte wird gestoppt. Das heißt, eine wird nur gestoppt. Ja. Jawohl. Eins. Ernsthaft? Scheiße. Ja, doch. Zwei. Ja. Cool. Ja gut, hier, der Selim kriegt ja Zusatzgewicht. Okay, das war ja auch. Ja gut, aber ich könnte was hier drin lassen. Also vier, dummes Huf. Ich bin Nummer drei. Ja, passt ja. Ich wollte aber nicht als erstes fahren. Scheiße. Passt ja. Können wir tauschen? So, okay. Ja, dann habe ich aber die abgelutschte Bremse im Reifen. Was ist ein Sackgewicht? Ja, 10 Kilo. Nee, sind es nicht ganz. Ja klar. Aber wie viel? Nun, wir machen jetzt ohne Gewicht. 20, wir wie viel sind jetzt 20 Kilo? Wir machen 30 Kilo bei dir. 30? Ja. Warum nur bei mir? Wo sind 30? Bei dir nehmen wir einen raus. Ich lasse die Hälfte auch drin. Ich lasse dann zwei bei ihm drin. Lassen wir so und bei mir können wir alle rausnehmen. Warum? Was wiegst du denn? Ja, auch so wie ihr. Ich bin euer Schwester. Ja, aber du wiegst? 100. Und du hast? 80. 18, 20. Hab ich auch so. Ich hab 85. Ja, dann machen wir bei drei Säcke ran. Warum drei? Ja, nur so? Nein, 30 Kilo. Ist Quatsch, zwei. Ja, komm, hol zwei Säcke. So, weiter. So, also Selim macht jetzt gerade seine erste Einfahrrunde. Der hat jetzt zwei Einfahrrunden und dann die dritte Runde, die zählt in dem Moment. Zu schnell. Er sieht auch schnell aus. Ja, du bist zu schnell. Weil man hört auch, der Arsch gekommen. Man hört auch, wie das Auto nicht so einmal quietscht, er macht so richtig. Ja, das ist zu richtig Limit. Der beißt sich da so richtig schon rum. Er kam aber einmal schön an mit dem Arsch dahin. Ja, siehst du, man braucht Gefühl richtig. Mach mal runter auf 1,9. Dann wird er auch gleich ganz anders fahren. Bis wie viel kann ich drehen? Ja, bis Begrenzerkopf. Wie bis Begrenzerkopf? Scheißegal, zieh voll durch. Ey. Die Linie? Ja, du hast bis vorne eine Linie ran. Moment. Achso. So, fertig? 3, 2, 1, los! Motorsport. Wie viel bin ich drüber? Das ist Motorsport. Es sind leider ja, warte, ich über 2 Meter. Auf 50-30. Das war hier und du bist jetzt 3. Nee, er kriegt jetzt 3 Strafsekunden. Also 53-30. So, also für die Wertung 50-3 plus 3 Sekunden 53-3. Aber wir wissen ja deine Zeit, aber was sagst du? Schnell. Wirklich schnell. Also mach richtig Bock. Ist aber echt schnell, wirklich. Das Auto ist echt schnell. So, zwei Runden und los geht's. 6,7 hast du nur gedreht. Da schaffe ich mehr. Ich fürchte, wenn wir so fahren, werden wir nicht alles schaffen. Toi, 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 ne? Wer ist das 3-2-1 oder was? Warte, Fenster hoch erstmal. 3, 2, 1, los!
1,9 gerade reingemacht. 52,65. Du warst 2 Sekunden schneller, aber ich bin am Ende schneller ohne Strafzeit. Und, wie war's? Brutal. Also ist wirklich, selbst jetzt schon, also ich bin jetzt nicht gerade wirklich nicht voll gefahren, weil ich bin gespannt, was gleich passiert. Ich sage, die Welle reißt ab. Ich sage, wir werden es heute nicht mehr schaffen. aber ja, also 2 Sekunden war von Celebo auf jeden Fall gerade schon eine Ansage, nochmal schneller zu fahren. Das muss ich definitiv sagen. So, bist du soweit? Fenster bitte offen lassen. So, ready? 3, 2, 1, los! Wenn du normal nicht voll drüber fährst, dann geht's vom Knacken her. Also wenn du jetzt wirklich da oben nicht voll drüber, da unten nicht drüber. Da bist du voll drüber gesprungen. Da war voll in der Luft. Da bist du voll in der Luft gewesen. Egal, hat gereicht. Bis Erster, war schneller als Elend. Alles richtig gemacht. Okay. Alles richtig gemacht. Jetzt kann das Auto kaputt gehen. War allerdings sauknapp. 50,3, 50,1. Ja, aber er ist ja weitergefahren und kriegt 30 Sekunden. Genau. Aber was bin ich denn ohne? 50,3. 50,3, also war ich schneller. Ja? Nein, er ist 50,11. Ach so, okay. Und jetzt muss man ganz fair sagen, handgestoppt, ne? Das kann beides jetzt, ne? Das kann beides schon ein bisschen. Nein, super. Jetzt muss Chris her. Nein, ist gut gefahren. Mal einen raus hier. Nein, sah aber auch echt schnell aus, sah echt gut aus. Komm nicht an die Pedale. Echt nicht? Ja, wir sind größer. Das Einzige, was du machen kannst, du kannst dir ein Kissen reinlegen. Nimm noch eins. Ja, jetzt ist besser. Also, bei 3, 2, 1 los, ne? Das so. Scheibe hoch. Scheibe hoch. Nein, die 50 habe ich mir tief eingesteckt. Danke dafür. 1, 2, 1, los! Und? 50,37. Was hat der Kollege fahren? 50,3. 50,11. Ach, hört doch auf, der ist über die Linie gefahren. Und 50,3. So, ich würde sagen, wir machen Folgendes. Da das alles jetzt so krass eng war, handgestoppt, gibt es ja zum Glück noch einen Videobeweis. Wir beenden das Ganze jetzt hier. Theoretisch ist unser Sieger Marcel. Zweiter Platz, dritter Platz, vierter Platz durch deine 3 Strafsekunden. Aber wir hängen hinten dran auf jeden Fall noch mal kurz eine Auswertung. Wir lassen in der Runde mal die Zeit mitlaufen und können ja so im Video wirklich ganz genau festlegen, was die Zeit am Ende wirklich gestoppt war und wer von euch dreien schnellste war. Aber so eng beieinander sind eigentlich alle Sieger, oder? So. Ich muss auf jeden Fall sagen, auf jeden Fall krass, dass ihr drei alle auf Punkt so schnell mit dem Auto hier langfahrt. Definitiv. Dafür, dass ihr das Auto jetzt auch alle noch nicht so oft gefahren seid. Ne? Das war auf jeden Fall, das war gut. Gefällt aber mir. Macht Spaß. Gefällt mir. Das Auto macht echt Spaß, oder? Absolut.
Der geht um die Ecke, das gibt's doch gar nicht. So, Auto durchgehalten. Ich würde sagen, wir hatten jede Menge Spaß. Das hat mal wirklich geballert heute. Ja. Danke für das Gelände hier. Gerne. Und vielleicht, also die Strecke so ist auf jeden Fall cool, das können wir öfter machen. Unbedingt. Das passt, glaube ich, für das Auto ganz gut, ja, weil so alles so zwischendrin ist. Und mal gucken, vielleicht kommen wir irgendwann noch mal mit ein bisschen mehr Leistung und Slicks noch mal wieder. Ja. So, das war unser H&R Cup heute. An der Stelle nochmal vielen Dank an das H&R Team, die das hier alles ermöglicht haben. Hat mega, mega, mega Spaß gemacht. Wir werden jetzt auf jeden Fall alle mit dem Grinsen nach Hause fahren. Der Wahnsinn, wie dieser Abarth wirklich ein Auto, was komplett unterschätzt wird, A, hier gefahren ist. Wir haben leider keine Referenzzeit, sonst könnten wir euch zeigen, wie schnell das ist. Aber egal, wer sich reingesetzt hat, alle hatten ein sicheres Gefühl. Alle waren sofort relativ schnell. Und alle waren relativ gleichmäßig schnell. Ich selber bin es einen Tucken zu langsam angegangen in der Runde. Ich dachte, die anderen machen alle Fahrfehler und ich fahre lieber auf Sicherheit. Zeigt sich, das sind halt alles Profis, die fahren direkt perfekt. Und ich hoffe, wir können das hier nochmal wiederholen am Nürburgring. Ja, was soll ich noch sagen? Wir sind alle happy, war ein mega geiler Tag und bis zum nächsten Mal. 2, 1, los!